Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Gefängnissimulator. Wir schauen uns mal um, was wir jetzt machen sollen. Die Aufgabe heißt Zellen Shakedown. Und da gehen wir jetzt mal in den Zellenblock rein. Ich weiß nicht, was hier für Leute arbeiten. Also es ist ein bisschen komisch. So, was haben wir denn hier? Guten Tag. Diverse Zellen. Hidden Objects. Oh. Okay. Alter, wir können sogar versuchen, dass wir die Sachen selber nehmen, wenn wir uns verstecken, während wir die nehmen. So. Basel? Ich hoffe, er holt sich wieder. So, was haben wir denn hier? Kevin Okanaka. Tom O'Neill. Hier, bei dir sollen wir gucken. Was haben wir denn hier? Oh, Contraband. Ah, gucken wir mal das Waschbecken an. Das sieht man nicht. Was? Gut. Was haben wir denn hier? Oh. Ja, einmal rein ins Vergnügen. Liebe Lehrerinnen und Lehrer, die ihr mich damals am Gymnasium unterrichtet habt. Wenn ihr euch schon mal gefragt habt, was aus mir geworden ist, ich berate Unternehmen und wühle in Videos auf YouTube in Toiletten rum. Ne? Weißt du Bescheid. Ja, gut. Sieht gut aus. So, dann haben wir als nächstes. Alles klar, Tom Thompson. Aber mal gucken. So, hier einmal im Wasserhahn. Na, das sieht doch gut aus. Joints. Guckt keiner. Sichern sind natürlich Drogen. Die wollen wir natürlich nicht nehmen. Uns auch nicht cool dabei vorkommen. So. Mal hier. Okay, all is fine. Hallo? Ja, also bis jetzt würde ich sagen, das Spiel wird in jedem Fall ein Erfolg als Simulator. Denn wenn das Spiel nichts werden sollte und die Leute sagen, das Spiel ist ein Griff ins Klo, hat das Spiel eine unfassbar hohe Simulationstiefe. Na, da bin ich aber beruhigt. So, gucken. Was? Oh! Wert 63. Hat ja keiner gesehen. Ich will mal wissen, ob wir das dann irgendwie verticken können oder so. Jo, wen haben wir jetzt als nächstes? Ricky Johnson. Ich meine, die hätten wir auch anbieten können, aber wir haben abgelehnt. Ich verstoße ja nicht gegen ein Gesetz, wenn ich, wenn ich mich auf einen Deal mit Gefangenen einlasse, ne? Dann würde ich ja, glaube ich, schon auf jeden Fall gegen ein Gesetz verstoßen. Aber dafür zu sorgen, dass die keine Drogen nehmen, finde ich angemessen. Und ich meine, wir haben es über Papers, Please gesehen, ne? Wir müssen Frau und Kind und Onkel und Tante versorgen. Alles nicht so einfach. Ja, Helixion. Nee, wie heißt es noch? Wieso zeigt eigentlich dieses neue Tool, was ich da benutze, nicht den Helios? Genau so heißt es. Jo. Gucken wir mal unter dem Bett. Hm.
We're off to Thingada! Okay. Ah, den hier. Wasserhahn. Ja, das ist wohl bei der Realität oder in der Realität dann wahrscheinlich auch so, ne? Dass man da einfach für mal als Wärter die ganzen Zellen durchsuchen muss. Bis ins kleinste Detail. Sehr gut. Die Klorolle ist abgerissen. Ist das verdächtig? Weiß nicht. Ich würde ja sagen, ja, aber... You're clear. Und dann noch Andrew Lohalle. Das ist Nummer 1. Ja, ja. Hm. Schickes Auto. Und ich muss sagen, also ich würde es liebend gern in diesem Bett schlafen. Das, also, das sieht so lecker aus. Tja, irgendwie... Die alle brav, die Jungs. Die haben Respekt vor mir. Aber wir wissen ja schon auch aus Prison Architect, wenn man die Leine zu loslässt, dann... Miau, gibt's Drama. So, wir sind Level 2. Wir hatten übrigens ganz kurz Stamina dazu bekommen. Weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Oh, go to the briefing room. Ich würde mal gerne gucken, was hier in den anderen Räumen noch drin ist. Also da waren wir ja schon. Da sind hier noch weitere... Zellblocks, mit denen wir jetzt, glaube ich, nichts zu tun haben. Didelidelidi. So. Achso, ich will mal gucken, dass wir hier unsere Gesundheit wieder hergestellt bekommen. Wir haben ja so einen leckeren Riegel. Scrap. The most valuable and forbidden stuff in the prison. Prisoners are willing to kill for at least half a gram. Okay. So, dann, ja, wie gesagt, hier waren die riesen Aufstände, deswegen ist die Hälfte des Gefängnisses abgesperrt. Hier war der Schießstand. Oh Gott! What the... Actual. Es ist aber bestimmt clever, dich aufzubewahren. Da bin ich fest von überzeugt. Das ist eine gute Idee. So, hier waren wir gerade. Ist Gott sei Dank auch gar nicht verwirrend hier. So, Infirmary ist der Basel. Der ruht sich hier gerade irgendwo aus. Der Warden hat auch einen sehr anstrengenden Arbeitstag, das sehe ich schon. Huch. Hallo? Hier würde es, glaube ich, nach draußen gehen, so wie es aussieht, ne? Visitor Check-in, hier ist die normale, der normale Aufenthaltsraum. Da müssen wir gleich hin. Visiting Room ist auch verschlossen. Durchsuchungsraum. Irgendwie ist es doch eben noch Kantine. Sag ich doch, Kantine. Das Spiel ist noch in der Beta. Es ist eine Demo-Version, die irgendwann endet, wo wir nicht weiterspielen können. Dann kommen wieder die Fragen. Übrigens, wann geht's denn weiter? Dann, wenn die Demo rum ist. Guck mal, was für leckere Mehlbehälter. Da werden wir auch gleich noch mehr haben, ne? So, was haben wir denn hier? Nudeln, irgendwas Überbackenes, dann irgendwas Überbackenes mit Basilikum, dann nochmal irgendwas Überbackenes, was Angebranntes Überbackenes mit Basilikum, nochmal was mit Käse Überbackenes mit Basilikum und nochmal Nudeln. Das ist ja abwechslungsreich. Da ist ja für jeden was dabei, Mensch. Und sogar mit Licht, also Oberlicht nach draußen. TV-Room.
Oh, wir können Fernsehen. How cool is that then? Okay, gehen wir mal zum Debriefing. Oder? War da gerade noch was? Feuerlöscher? Ne, hier ist der normale Zellenblock wieder. Workshop waren wir schon. Hohlreit. Ist das Russisch? Bin mir nicht sicher. Dinakui. So. Also, die haben mir schon echt Mühe gegeben, ne? Bis auf, dass dieses Board das gleiche ist wie hinten, aber gut. So, hier, Barry Scott. Wie war ich denn heute? Ready for the report of the day? Yes. Okay, Experience. Nochmal, 105, meine Money 110. Ein Toter. Es ist ein Fehler, hat das Spiel falsch berechnet. Salary wieder 100 und ich habe durch Wetten 10 gewonnen. Respekt bei den Wächtern plus 4, bei den Gefangenen plus 2. Also ihr seht, ne, wenn wir den Respekt hochhalten, dann ist das Risiko eines Riots, eines Riot-Risiko, ist dann geringer. Ja, und das war's auch schon. Das war die Demo von Gefängnissimulator. Das heißt, ich kann im Moment nicht mehr aufnehmen, es sei denn, ich würde nochmal das gleiche aufnehmen. Euch vielen Dank für, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, auch vielen Dank nochmal an die Unterstützer auf Garderoll Plus, im Moment noch auf Tippi, für eure Unterstützung. Ich hoffe, diese 4 Folgen haben euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal hier im Kanal. Und ich freue mich auf euer Feedback. Und wir noch viel weitere tolle Spiele antesten hier. Und ich hätte es nicht besser sagen können. Macht's gut. Tschüss.